Genau, wir sind jetzt hier am Gleisdreieck Potsdam auf der Strecke von Golm nach Richtung Berlin. Da hat sich jetzt hier ein Brand ereignet in einem Triebwagen, einer Diesellokomotive. Wir waren hier vor Ort mit 40 Kräften, 10 Einsatzfahrzeuge, konnten mit einem B-Rohr das Feuer löschen, hatten Schwierigkeiten gehabt mit der Anfahrt. Hier ist alles Wiesen, alles durchnässt und Schwierigkeiten. Fahrzeuge sind stecken geblieben. Aber wie gesagt, Feuer unter Kontrolle jetzt, also Feuer aus. Ja, als wir eingetroffen sind, hat ein Zug hier oben auf der Strecke quasi Richtung Berlin. Der Triebwagen hat gebrannt, die Diesellok. Ja, und dann haben wir natürlich die ersten Maßnahmen eingeleitet, also mit einem B-Rohr erst aus Entfernung, den Brand zu bekämpfen und dann natürlich das Feuer komplett gelöscht.